Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Aktie der Woche. Patrick Antonio, er hat mich heute mal wieder an die Börse eingeladen oder ich habe mich selber ein bisschen eingeladen. Wir wollen über Netflix sprechen. Das ist nämlich unsere Aktie der Woche. Eigentlich kennt Netflix jeder, aber um es nochmal ganz genau zu sagen, ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen, das sich mit dem kostenpflichtigen Streaming und Produktion von Filmen und Serien beschäftigt. Gegründet wurde das Unternehmen 1997 im kalifornischen Los Gatos. Und 2002 hat das Unternehmen den Schritt aufs Parkett gewagt. Mhm. Da war Börsengang. Erster Kurs, weißt du es? Nee. 15 US-Dollar. Wenn man sich die Performance bis jetzt anguckt, ganz ordentlicher Schritt, denn man liegt aktuell bei 380 plus minus US-Dollar je Aktie. Die Marktkapitalisierung, die liegt bei knapp 178 Milliarden US-Dollar. Warum Netflix? Netflix war in den letzten Tagen, in der letzten Woche in aller Munde, denn der Streaming-Dienstanbieter, er hat Zahlen präsentiert. Mhm. Sag doch mal, wie waren denn die Zahlen? Ja, richtig. Also das ist schon erwähnt. Wir haben eigentlich eine richtig lange Historie und wenn man sogar die Splits berücksichtigt, dann dürften wir eine deutlich höhere Kursentwicklung haben. Und das haben wir jetzt eben auch letzte Woche gesehen. Gerade eben bei Netflix war ja auch so ein Wunderpunkt mit dem Account-Sharing. Das heißt, Profitabilität, darum ging es. Ne? Also Nutzerwachstum, klar, das war eben so eine Sache, die man da ja schon immer beobachten konnte. Aber eben, wie sehr lohnt sich das? Wie sehr ist eben die Konkurrenz auch zu anderen? Und deswegen sind solche Quartalszahlen gerade bei Unternehmen wie Netflix besonders interessant, auch für die Investoren. Ja, und jetzt haben wir gesehen, am Donnerstag gab es eine Reaktion auf die Zahlen vom Mittwoch. Ordentlicher Kurssprung, knapp 20%, also vorbürstlich schon. Und dann nochmal drauf auf die 20%. Und das ist natürlich schon sportlich bei einem Wert, der ohnehin schon bei knapp 350 Dollar war. Also wir reden jetzt hier nicht von 10 Dollar Unternehmen oder Aktie. Von daher war schon sportlich. Mal schauen, ob es noch sportlicher werden kann. Das heißt, die Zahlen, die Netflix präsentieren konnte, vor allen Dingen auch, was das Thema eben Nutzerzuwachs angeht, damit konnte man definitiv überzeugen. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man mal in die Zahlen reingeschaut hat, dann fällt einem auch die Zahl 8 auf. Die kommt in dem Fall recht gut häufig vor. Das hat was mit dem Wachstum zu tun. Also man muss grundsätzlich sprechen generell von dem Umsatz. Ne? Der Umsatz selber auch im Vergleich zum letzten Jahr um die 8% gewachsen, kann man sagen, gut. Der Gewinn, der ist aber deutlich höher gestiegen, und zwar um die 20%. Und das hat eben das auch eben mit diesen Umsetzungen zu tun, eben mehr von dem behalten zu können, also gerade Kosten reduzieren, weg von dem Account-Sharing. Und das hat eben auch konkret Früchte getragen. Also das ist das Interessante. Nicht nur, weil die Zahl 20 so schön ist, weil das einfach sportlich ist, sondern die Bedeutung dahinter, der Wandel, ja, der Prozess dahinter und eben auch die neuen Nutzer. Deswegen auch Nummer 8, könnte man schon fast auf 9 aufrunden, fast 9 Millionen neue Nutzer im letzten Quartal. Also das ist auch sehr positiv zu sehen. Ja, Account-Sharing, vor allen Dingen für den Privaten natürlich ein Riesenthema. Ne? Wer war davon nicht betroffen? Es soll jetzt ein neuer Geschäftsbereich aus- und aufgebaut werden. Da geht es um die werbefinanzierten Angebote. Damit will man ja Kunden locken zu relativ kleinem Geld. Scheint ganz gut anzukommen. Richtig, die wollen eigentlich eine Menge ausbauen. Also teilweise wurden da ja schon Statements veräußert oder zumindest es wurden erwähnt, dass es sogar in Richtung Restaurant gehen soll. Also sehr verrückt, kann man sagen, oder was heißt verrückt, sehr exklusiv. Aber der Fokus, wie du sagst, der liegt hier ganz konkret eben bei dem Ausbau von eben diesen werbefinanzierten Account-Modellen. Liegt einfach daran, auch wieder Stichwort Profitabilität, die Basismodelle, die es aktuell gibt, also die sehr günstigen, dass die sich weniger lohnen für Netflix, das Unternehmen selber, als eben die vom Preis her reduziert sind, aber die Werbeeinnahmen. Genau, dann Werbeeinnahmen. Ne? Da sind wir wieder, ich erinnere mich immer an die großen Super Bowl-Werbungen. Das ist ja irre, was man da mit Sekunden verdienen kann. Ja. Netflix scheint da so ein bisschen dran zu schnuppern. Apropos Schnuppern, Analysten schnuppern ja auch gerne an wichtigen Unternehmen. Was sagen die denn? Jetzt bezogen auf die Konkurrenz im Streaming-Sektor. Auf Netflix an sich, sind die zufrieden? Ja, das kann man grundsätzlich nochmal auch unterteilen in dem generellen Bereich, wo wir uns befinden, also die größeren Problematiken. Das bezieht sich dann eben auch gleichzeitig auf die Konkurrenz, wie im Prime oder eben Disney Plus, wobei man auch da sagen muss, es ist ja eine indirekte Konkurrenz, weil man ja auch nicht streng genau den exakten Inhalt da hat als Konkurrenz, auch gerade mit Eigenproduktion, sondern in der Gesamtheit ist man da aber eben deutlich optimistischer, gerade weil auch eben dieser Streik der Gewerkschaft eben aus den USA haben wir auch mitbekommen, monatelang eben sich zumindest mal beruhigen konnte. Also man hat wohl eine Lösung gefunden, das ist noch nicht ganz offiziell. Und gleichzeitig, auch konkret auf Netflix bezogen, das ist jetzt der zweite Teil, kann man das ganz deutlich sehen, eben an den Analysteneinschätzungen eben von den Banken, was die eben preisgeben. Und ja, kürzliche Reaktion gab es zum Beispiel von der UBS, die hat eben dann nach den Quartalszahlen auf 500 Dollar aktualisiert.
Das wäre nochmal ein ordentlicher Satz nach oben. Also richtig. Da ist man absolut optimistisch. Apropos Satz nach oben. Wir wissen es alle, Patrick ist unser Chart-Mensch. Hast du dir den Aktienverlauf einfach so angeguckt oder hast du da auch deine Chartmarker drüber gelegt? Ja, also ich habe mir auch mal die Zonen angesehen und ja, also der Chart ist jetzt nicht so der schönste, kann man sagen, was ist der schönste? Also was natürlich auffällt, ist eben der wahnsinnig große Sturz, den wir ja seit letztem Jahr und vorletztem Jahr gesehen haben, dann seit letztem Jahr eher die Erholung, die ist ganz schön, vom letzten Juni jetzt eben bis zu diesem Sommer, die war schön zu sehen. Dann kam es eben runter und das erkennt man auch ganz gut, sowohl bei den letzten Quartalszahlen als auch bei diesen, gab es eben diesen Sprung nach oben. Und dieser Sprung hat eben aber beim letzten Mal nicht nachhaltig was an der gesamten Bewegung verändert. Und deswegen auch hier, aktuell ist eben die Aktie, der Kursverlauf seit Anfang September eher nach unten gerichtet. Jetzt haben wir eben diesen Schub und der hat sich auch noch stabil gehalten. Und deswegen gerade hier umso spannender bei diesen von den knapp 300 auf diese, beziehungsweise an die 450 Dollar, wo wir dann gekommen sind, ob wir die nochmal rausnehmen können, an die 508 Dollar nochmal kommen können. Das war auch das große Gap, was noch offen ist. Oder ob wir wieder zurückkommen an die 350. Das ist gerade so das charttechnisch Interessante an der Stelle. Was für den Anleger natürlich immer interessant ist, was bedeutet denn jetzt all dieser Newsflow, dieses neue Geschäftsfeld, die Charttechnik in der Aktie für Netflix? Richtig, da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie ein Anleger da rangeht. Das ist jetzt hier auch natürlich keine Beratung, aber grundsätzlich die Zykliker oder die in einen Trend reinkaufen, für die ist das jetzt besonders interessant beim Thema Trend. Wie wird jetzt eben dieser, wird jetzt dieser Ausbruch erfolgen oder nicht? Wird es jetzt hier eben über diese Marke rübergehen oder wird es wieder zu einem Verkauf nach unten kommen? Auf der Unterseite ist es dann spannend für diejenigen, die eben günstig einsteigen wollen bei den 350 und diejenigen, die eben davon ausgehen, dass dieses Marktsegment oder dieser Bereich konkret mit der Umsetzung durch Netflix eben langfristig steigen wird und eben auch, sagen wir mal, gleich denken wie die Analysten, die, ich wiederhole es nochmal, wie die US teilweise Ziele bei 500 setzen, ist die jetzt nicht die einzige, auch JP Morgan in der Nähe, 500 Dollar. Wer diese Meinung vertritt, für die ist das jetzt natürlich logischerweise günstig. Wer der Meinung ist, dass das jetzt nur ein Effekt war und wir eben nochmal deutlicher zurückkommen, für den wäre dann eben Geduld und Abwarten eben sinnvoll in Anführungsstrichen, bedeutet aber, wenn es weiter steigt, hat man es verpasst. Richtig, genau. Ich hoffe, Sie haben aber aufgepasst, liebe Zuschauer, in dieser Sendung und verpassen dann auch die nächste wieder nicht, Aktie der Woche. Ich sage jetzt auf jeden Fall erst einmal lieben Dank, Patrick. Und ja, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.